In der heutigen Newsfolge handelt es sich um folgende Themen. Günther Steiner drohen 3 mögliche harte Strafen. Mercedes bringt Upgrades mit nach Japan. In 9 Sekunden wisst ihr mehr. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Vor einer Woche hatte ich darüber berichtet, dass Günther Steiner möglicherweise eine Strafe bekommt, weil er über Funk an Magnussen Rennkommissar Emanuel Pirro in einem Satz 2-mal beleidigt hat, weil Pirro dem Dänen eine 5 Sekunden Strafe aussprach. Das war aber noch nicht alles. Jetzt ist herausgekommen, dass der Südtiroler zu den Rennkommissaren gelaufen ist, um über die Strafe zu sprechen, und angeblich soll er sich mit Pirro ein heftiges Wortgefecht geliefert haben. Es kam keine Entschuldigung vom Haas-Teamchef und die beiden reden nicht mehr miteinander. Jetzt stehen 3 Strafen bei der 4 zur Diskussion, die ich euch hier mal kurz aufzähle. Erstens, Paddock Bun. Steiner muss mindestens einen Grand Prix von der Tribüne aus anschauen, was man mit einem Trainer beim Fußball vergleichen kann, der auch auf eine Tribüne geschickt wird. Zweitens, Geldstrafe. Und was für eine? 250.000 Euro. Laut Infoquellen ist diese Strafe für den Südtiroler nicht ausgeschlossen. Und drittens, Punkteabzug für Haas. Das ist gerade für das Team sehr bitter, denn das US-Team liegt nur 7 Punkte von Alfa Romeo entfernt, die zurzeit 8. in der Konstrukteursweltmeisterschaft sind. 8. oder 9. in der Konstrukteursweltmeisterschaft wären etwa 3 Millionen US-Dollar. Nachdem Mercedes in Russland nach 3 sieglosen Rennen wieder einen Doppelsieg einfahren konnte, bringt das Team mit dem Stern einige Upgrades mit nach Japan. Diese sollen dabei helfen, einen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Was allerdings genau und wo am Auto, wird nicht gesagt. Größere Updates wird der W10 in 2019 nicht mehr bekommen, weil der Großteil von Mercedes bereits am 2020er Boliden arbeitet. Kommen wir zu Mikes Meinung. Vor einer Woche habe ich ja auch zu einer Geldstrafe tendiert, aber nicht zu so einer heftigen Strafe von einer 250.000 Euro. Mein Tipp war eher Richtung 10.000 bis 50.000 Euro. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich auch nicht wusste, dass er zu den Kommissaren gelaufen ist und sich angeblich mit Pirro ein Wortgefecht geliefert hat. Die anderen beiden Strafen kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Und nun zum Community-Kommentar. Patrick F1-Fan hat folgenden Kommentar unter mein Japan-Absage-Video geschrieben. Es wäre wirklich sehr schade, wenn es abgesagt wird, und wenn das Qualifying auf Sonntag früh verschoben wird, wäre das ja nicht so schlimm. Das gab es ja schon öfters. Aber wegen einem Taifun wurde bisher noch kein Rennwochenende abgesagt. Aber ich glaube, es wird alles gut. Das war ja gestern auch meine Frage, auf die ich keine Antwort wusste. Aber gut zu wissen. Kurzes Update noch zum Taifun. Mittlerweile ist er auf Stufe 4 und würde am Samstag an der japanischen Küste Geschwindigkeiten um die 260 km/h erreichen. Damit wäre es noch extremer als 2014. Prognosen zufolge soll es am Freitag 18 Uhr Ortszeit bis Sonntagmorgen 9 Uhr Ortszeit durchregnen, das Rennen würde aber nicht beeinträchtigt werden. Hoffen wir mal das Beste und dass der Grand Prix stattfinden wird. Wenn ihr mich jetzt auch supporten wollt, liked das Video, und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann es mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, ciao.